zurückerinnere, jetzt sind die 13. Staffel. Die allererste Erinnerung war, dass es für uns Neuland war. Zum ersten Mal auf so einem großen Schiff. Und keiner von uns hatte je auf See gedreht. Wie macht man das? Und das war spannend, die ersten Monate. Heute ist es auch immer noch spannend. Aber wir können mit Booten umgehen. Wie weit sind Sie? Ja, der Charakter Forbes ist ein Waffenlobbyist. Er war früher Elitesoldat. In Rüstungsfirmen arbeitet er, weiß über eine Gruppe, die Kaukasus-Freiheitskämpfer, die da Geld brauchen, um ihren Kampf fortzusetzen. Das nutzt er. Mit ihnen zusammen kidnappt er das modernste U-Boot. Ab jetzt übernehme ich das Kommando. Captain. Genau im Akte zwischen der Albatros und uns machen. Wir sind fertig. Wir sind an die Kamera, wir machen eine Probe. Ja, ich habe mir das U-Boot ein bisschen breiter vorgestellt, dass die Jungs da und ich da mittendrin auf so einem doch wirklich kleinen Bereich kämpfen sollen, hätte ich nicht gedacht. Also die prägendsten Erlebnisse sind definitiv meine blauen Flecke an den Beinen, die sehr schmerzhaft sind und gruselig aussehen. Ja, also sagen wir mal, so ein Dreh wie heute mit schwerem Gerät, mit U-Booten und Speedbooten, Hubschraubern und dem Küstenwachschiff, das ist schon ein großes Highlight. Ich bin sehr froh, dass Ralf Möller gekommen ist, der Gladiator. Ich würde sagen, ein Gemisch aus hohem produktionellen Value und einer tollen, spannenden Geschichte. So, Kamera ist fertig. Und die Kamera ab. Kamera läuft. Kontrollboot los. Zum Beispiel an Deck des U-Bootes zu stehen, das hatte so was Jules Verne-mäßiges. Da taucht so ein Geschoss auf, plötzlich steht man da drauf, sieht da nur so eine Rundung aus dem Wasser ragen. Also mich hat das schon irgendwie beeindruckt, so auf diesem Wasser zu stehen. Und dann hat die Natur noch mitgespielt. Wie gesagt, es regnete und ein irrer Regenbogen. Also das war schon sehr, sehr schön. Bei unserem Seetag haben wir den Showdown gedreht auf dem Wasser und hatten da eine große Kampfsequenz zwischen dem bösen Forges und unserem Kapitän Ehlers. Und während um uns herum das Wasser getobt hat und gepeitscht und die Begleitboote nur so gehüpft sind, haben wir auf dem U-Boot gestanden und es hat sich nichts getan. Es war wie ein Fels in der Brandung. So, dann brauchen wir bitte den Andreas anständig oben. Komm ruhig durch, Mann. Komm ruhig durch. Ich kann nur sagen, für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Und wer kann schon von sich behaupten, in einem der modernsten U-Boote der Welt gewesen zu sein, auf ihm gestanden zu haben, mit ihm gefahren zu sein und in ihm drehen zu dürfen, die ganze tolle Technik zu sehen. Das ist schon fantastisch. Und die super Mannschaft zu erleben, also ich sage ja, ein Traum ist in Erfüllung gegangen. So. Jeder hat sich seine Position ja gemerkt. Ne? Sekunde. Auf dem Moment, wenn er mit dem Plan dann packst du sie. Ja. Dann machen wir das. Gut, dann gehen wir bitte wieder auf Anfang und machen das Ganze nochmal. Genau, alle Kapuzen wieder hoch. So, absolute Ruhe, wir drehen. Liebe Küstenwache, ich wünsche euch alles, alles Liebe zum 200. Geburtstag. Bleibt so, wie ihr seid, mit guten Quoten und vor allen Dingen bleibt alle gesund. Und ich hoffe, die Zuschauer werden weiterhin treu sein. Ich wünsche der Küstenwache zum 200. Folgengeburtstag alles Gute und wenn es gut geht, werden es auch 400 Folgen werden. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und ich freue mich, liebe Küstenwache, dass ich dich ein Stück deines Weges begleiten durfte. Unsere ZDF-Küstenwache wünsche ich einfach, dass sie wirklich, sage ich mal, gute Zuschauerquoten hat, was immer heißt, dass die Leute es gern sehen und dass sie sich noch lange im Wasser bewegt. Also 200 Folgen und ich darf dabei sein. Das gibt Champagner und eine Zigarre. Happy Birthday.